Oh mein Gott, ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen. Ich habe gerade mal bei den Immerlingen geschaut, da habe ich aber nichts gefunden, wie ich auch schon erwartet hatte. Und jetzt bin ich hier im Blumenladen drin und da kann ich mir jetzt Batterien holen. Oh mein Gott. Okay, also es scheint, dass sich das irgendwie aktualisiert oder so. Immer für das, was wir brauchen, nehme ich mal an. Ja, das wollte ich euch nur noch eben sagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ja, 46% Stadtzufriedenheit haben wir schon bekommen. 4 Personen sind neu angekommen und die 2 Gebäude sind noch gebaut worden. Ja, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. So, wir sind jetzt auf unserer Insel und ich kann hier etwas einsetzen. Mal schauen, was daraus wird. Ja, ich habe es schon fast geahnt. Es kommt eine Truhe raus. Oh, eine Steampunk-Brille. Das ist cool. Aber mehr anscheinend nicht. Da waren nur Mioras drin. So, am Inselschauplatz. Moment, da können wir uns doch erstmal hinbringen lassen. Das war, glaube ich, nee, Waldregion. Ah, doch, das müsste aber das sein. Alle anderen. Nee, Moment. Inselschauplatz, da. Oh Gott. So, Steinchen, Steinchen, dir, du möchtest noch ein Zuhause haben. Das finde ich jetzt nicht nett. Ich wollte jetzt hier gerade erstmal singen. Oh. Deine harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Du hast die Harmonie in diesem Distrikt wiederhergestellt. Sieht aber wirklich schön aus. Oh, da oben. Ah, ne, das ist zum Wegräumen. Da ist dann der Harmoniestein dazu, nehme ich an. Ja. Ah, das wird aber jetzt immer komplizierter. Das sind nur kleine Platten, wo ich drauf bauen kann. Oje, oje. Wer hätte das gedacht? Flussrevier wurde freigeschaltet. Ja, das ist ja auch ganz toll. Schließe 3 Bewohneranfragen ab und habe 16 Bewohner. Mal schauen, wen haben wir denn hier? Rest der Reisegruppe. Gemischtwarenladen. Hm. Ja, ja, ja. Ich kann jetzt gerade nicht mit dir reden. Gemischtwarenladen haben wir nämlich keinen. Tierchencenter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber ein Tierchencenter. Du ziehst auf jeden Fall erstmal bei uns ein. So, wir haben hier... Ich weiß auch gar nicht, wer jetzt überhaupt wozu gehörte. Ach, wir haben hier noch leere Häuser. Oh ja, dann ziehst du mal in ein leeres Haus ein. Das ist doch wunderbar. So, dann müssen wir jetzt mal schauen... Und zwar... Ach doch, wir haben doch einen Gemischtwarenladen. Ach ja, das war der mit den Bonbons. Halt, stopp. Du kannst doch bei uns einziehen. Warst du das? Ja, ne? Ja, genau. Zieh bei uns ein. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt gewesen ist mit dem Laden. Ich teile dir einfach mal ein neues Haus zu. So. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Dann, Angestellte zuweisen. Zack. Ja, perfekt. Und schauen wir mal eben nach, ob wir jetzt noch ein Tierchencenter hier hatten oder nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Doch, wir hatten eins gebaut. Sehr schön. Dann werden wir dich da auch einstellen. So. Sehr schön. Stadtgröße bereit zum Einfordern. Ja, dann machen wir das auch nochmal eben kurz. Das war mit Tab. Naja.
So, damit haben wir dann... Aber das sieht so aus, als ob uns noch mehr fehlen. Aber eigentlich haben wir nur noch eins, was wir noch machen können. Ach so, unten. Nee, aber das ist trotzdem schon genommen. Also theoretisch müssten wir noch 3 Bewohneranfragen machen. Aber wir werden natürlich jetzt erstmal schauen. Jetzt habe ich hier durch das Ganze hin und her total vergessen, wo wir jetzt eigentlich hin wollten. Diese Stadt kann ohne neue Bewohner nicht wachsen. Ja, ich muss mich aber erstmal um die neue Stadt kümmern, Junge. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie jetzt hin ist. Ist das jetzt hier über die Brücke gewesen? Ah, nein, 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 ich bin abgerutscht. Hallo. Tschüss. Lass mich doch einfach über die Brücke laufen, Mann. Okay, nächster Versuch. Hier ist... Nee, da oben war... Das war dann doch links, oder? Ich glaube, ich muss mich da gleich mal hinporten. Ich laufe jetzt hier gerade. Ich verfranz mich jetzt hier gerade total. Moment. Echt, ey, da hat man mal eine Zeit lang nicht spielen können. Ja, hier unten. Aber ich bin ja eigentlich, bin ich ja schon fast in die Richtung gelaufen. Naja, egal. Wir werden uns jetzt erstmal dahin porten lassen. Das ist viel einfacher so. So, also viel Platz haben wir hier allerdings nicht. Das ist das einzige große Problem. Wir fangen schon mal an. Achso, ein Gasthaus bräuchten wir theoretisch auch. Ob wir es jetzt unbedingt brauchen, weiß ich nicht, aber wir werden mal eins bauen. Jetzt steht das Ding natürlich genau so blöd hier, dass ich das noch nicht reinmachen kann. Das passt natürlich auch nicht. Hm. Dann wird es aber auch Probleme geben mit den großen Häusern, ehrlich gesagt. Dann... hätte ich das wohl hierhin machen, denke ich mal. Ich meine, die kommen ja auch mehr oder weniger von da an. So nah wie möglich. So. So, und in der Nähe vom Gasthaus sind dann auch die Häuser. Beziehungsweise, die könnten wir hier eigentlich noch unterbringen, so wie es aussieht. Ja. Perfekt. Das ist nicht mehr so perfekt. Das passt da leider nicht mehr hin. Okay. Das können wir da auch nicht reinsetzen wegen dem Weg jetzt. Ich wollte gerade sagen, wegen dem Weg wahrscheinlich, aber... machen wir noch eins dahin. Wir müssen ja jetzt irgendwie gucken, dass wir relativ platzsparend die Häuser hier hinstellen, weil das ist ja nicht so einfach. So, das passt auf jeden Fall nicht mehr. Gut, dann haben wir die 3 Häuser. Wobei ich natürlich schon gerne noch ein bisschen mehr bauen würde. So. Es ist sowas von blöd gemacht. Wenn ich das jetzt eins nach rechts wieder verschiebe. Boah, ey. Ah, Gott. Okay. Wir bauen jetzt hier oben einfach alles mit Häuser voll. So. Dann könnten wir theoretisch, das kostet ja eigentlich nur ein paar Miora, könnten wir theoretisch hier so einen Weg durchmachen. So. Nicht? Hallo? Warum nicht? Ach, ihr seid doch scheiße, Leute. Dann lassen wir das halt sein. Ist mir jetzt auch egal. So. Haben wir noch irgendetwas Wichtiges hier... Teich, Bibliothek. Naja, gut, kommt ein bisschen drauf an, was die jetzt haben wollen, natürlich. Was ich allerdings gerne nochmal nachgucken würde. Oh, nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich habe aber jetzt total vergessen, wo ich eigentlich draufdrücken muss. Ja, diese. Ach so, ja. Oh, 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 oh. Oh, da sagst du gerade was, Alambic. Da sagst du gerade was. Das habe ich total vergessen. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal vergesse. Ja, wir müssen natürlich erst das Ding hier freiräumen. Klar, mach los. Mach dich an die Arbeit. Zack, zack. Ah, hier ist es ein bisschen eng. Aber gut, da müssen ja nur die Bewohner in erster Linie durchlaufen.
So, da habe ich, glaube ich, was gesehen. Genau, da können wir was freimachen. Wenn wir hier erstmal ein bisschen erkunden, was wir alles machen können. Ja, zackig. So, damit wir das dann auch schon mal haben. Oh nein, jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt rutschen wir hier nicht schon wieder runter. So, dann gehen wir erstmal eben hier gucken. Aber ich denke mal, dass wir da vermutlich jetzt zurückkommen werden, oder? Oh, hier ist eine Höhle. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall haben wir schon mal Rohstoffe, das ist gut. Okay. Hallo, Echo. Okay, besonders groß, glaube ich, ist sie nicht. Oder geht es jetzt hier links noch weiter? Nö, das war schon. Ja. Ist jetzt keine besonders reiche Ausbeute gewesen, aber immerhin. Okay. Ihr seid vermutlich wieder alle nur die gleichen, ne? Okay, also hier eine Höhle. Hier kommen wir vermutlich zurück, nehme ich mal an. Da hinten sehe ich schon Altbekanntes. Und schauen, das ist so komisch gemacht, als ob man hier extra hoch könnte, aber. Hier versteckt sich leider nichts drin. Mal schauen. Ah, Moment, da sind wir doch eben. Ja, da sind wir doch eben hochgelaufen. Haben wir die eigentlich jetzt schon gemacht? Die hatten wir. Kammer der Warnung. Doch, das war das mit dem Wasser, oder? Ja, genau. Ja, die haben wir gemacht. Okay. Ich war mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich muss aber auch zugeben, ich konnte jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht spielen, weil dann hieß es wieder, die Handwerker kommen und man weiß ja nie, wie laut die dann sind. Und ja, die Aufnahmen kann man dann meistens vergessen, wenn sie dann wirklich irgendwo am Arbeiten sind. Das hier ist eine Sackgasse, okay. Das heißt, wir sind jetzt ganz blöd hier hoch. Wenn ich jetzt aber hier weiter laufe, denke ich mal. Die Gegend, die haben wir ja schon erkundet beim letzten Mal. Haben wir denn gar nicht so viel oder bin ich jetzt tatsächlich einfach nur in die falsche Richtung gelaufen? Das hatten wir auch. Bin ich gerade ein bisschen orientierungslos, weil ich da hinten hochgesprungen bin und da runtergesprungen bin. Aber ich glaube, von hier sind wir jetzt eben gekommen, oder? Die Frage ist, den Bereich müssten wir eigentlich schon erkundet haben. Den da hinten müssten wir dann quasi ja auch erkundet haben. Kann man hier durch? Boah, da kann man sich ja wirklich nicht mehr bewegen hier. Gar keinen Platz mehr. So, Moment. Was ist das da unten mit den Pilzen? Das erregt jetzt gerade irgendwie meine Aufmerksamkeit. Kann man da runter und dann irgendwie hüpfen? Aber das bringt uns, glaube ich, nichts, weil da ist nichts mehr, oder? Zumindest sehe ich jetzt von hier oben aktuell nichts. Vielleicht, wenn man da runtergefallen ist oder so. Achso, das sind Fische. Nee, aber so kann ich da unten jetzt von hier aus nichts sehen. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder im Fluss. Oh, was ist das denn da oben eigentlich? Wie komme ich denn da hin? Ah, oh Gott. Können wir da hier rüber? Oder mit vollständigen Sätzen können wir hier rüber dahin kommen? Hier geht es auch noch komplett. Oh Gott. Das muss ich hier aber auch mal eben gucken. Ach, das ist zum Freiräumen. Sehr schön. Ja, dann entfernen wir das doch mal. Los. Okay. Das ist dann das, was ich gesehen habe in dieser Übersicht. Das
Könnte natürlich sein, dass hier vielleicht ein Naturschutzgebiet oder so entsteht. Ich weiß es nicht. Okay, kommt man hier? Ich habe so die Hoffnung, dass man eventuell irgendwo noch mal eine Truhe oder sowas findet. Oh, Moment, hier ist ein... Hallöchen. Oh mein Gott. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht... Okay, da muss ich nicht hochspringen. So, die Frage ist jetzt... Komm, ich stell's vor. Boah, aber gerade so. Okay. Kann ich hier im Wasser laufen? Ja. Also war das gar nicht so schlimm. Na gut, dann da müsste ich wahrscheinlich dann irgendwie rüberspringen. Da bin ich reingekommen. Es ist heute der Tag der Höhlen irgendwie. So, vielleicht finden wir, obwohl ich sehe hier keine Verbotsschilder. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir hier diese... Ach, was war es nochmal? Fans der Polka, denen sind wir ja begegnet. Aber die haben auch irgendwie so Erzfeinde gehabt. Wo sie gesagt haben, die hoffen, dass wir denen nicht begegnen. Oh, was ist das denn? Ja, guck mal eine an. Verlassenes Alchemielabor. Sehr schön. Aber was bringt uns das jetzt? Wir können hier nicht draufklicken und nichts. Oder? Nee. Doch. Ah, okay. Altes Tagebuch. Aber das haben wir jetzt vermutlich nicht, nehme ich mal an. Haben wir das wirklich nicht? Ich weiß nicht, was das Rechte ist. Wahrscheinlich kommt es darauf an, dass wir das nicht haben. Ja, das ist ja doof. Das ist wirklich doof. Schade, schade, schade. Ich habe nie die Essenzen, die ich für diese Labore brauche. Komm ich denn jetzt hier wieder hoch? Hallo? Komm ich überhaupt wieder hoch? Moment. Kann man hiermit springen? Oh. Okay. Wenn man nicht draufkommt, kann man auch nicht springen. So. Wir probieren es erstmal hier rüber. Aber da komme ich nicht hoch, oder? Hilfe, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Moment, ich bin aber jetzt hinten beim Wasserfall. Da wollte ich ja auch gar nicht hoch. Ich wollte ja, wenn, auf der Seite hoch. Nee, da ist auch nochmal ein Wasserfall. Okay. Dann war es wohl doch die richtige Richtung. Moment. Ach, da komme ich... Hä? Ja, oder ich laufe einfach die Treppe hoch. Das wäre vielleicht das Einfachste. Oh, ich bin manchmal so verpeilt. Ja, ich weiß. Ihr werdet jetzt sagen, manchmal? Wieso nur manchmal? Okay. Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren. Was haben wir denn jetzt eben gemacht? Wir sind hier runter. Da, denke ich mal, geht es nicht weiter. Jetzt kommen wir quasi wieder zurück zum Flussrevier. So. Hinten sieht das alles so weit aus, aber ich denke mal, das ist einfach nur, das ist das Ende oder so, ne? Oh, scheiße! Tschüss! Oh mein Gott, wieso sagt mir keiner, dass hier ein riesiger, reißender Fluss ist? So Niagara-Fälle mäßig. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich finde es gut, dass man zumindest in dem Sinne nicht sterben kann. Ich glaube, ich wäre schon so oft, hätte ich mich schon verflucht, weil das alles, ja, weil ich ja gestorben wäre und alles nicht geklappt hat. So, da wollte ich nochmal gucken. Genau. Achso, das ist noch ein Baum. Was bist du denn? Hast du irgendwas eventuell mit dem nächsten Liedfragment zu tun oder so? Oder bist du die Kapelle von den anderen? Das kann natürlich auch sein. Eben reinschauen. So. Oder auch nicht. Nein! Ich will da rein! Lass mich rein!
Verdammt. Komme ich hier irgendwie anders rein? Moment, können wir noch runter? Das ist wirklich so Niagara-Fälle mäßig hier. Ja, cool. Dann würde ich schon fast sagen, dass ich jetzt noch den Rest vom heutigen Tag mache auf meinen Inseln und dass ich dann mit euch in der nächsten Folge hier diese Kammer des, ich habe jetzt vergessen, wie sie hieß, machen werde und mal nach dem nächsten Liedfragment schauen werde. Ja, viel zu tun haben wir ja leider eh nicht, weil wir müssen erstmal warten, bis alles gebaut ist und so weiter, deswegen... Ja, und tatsächlich habe ich doch noch etwas vergessen. Es tut mir leid. Ich habe noch, ich glaube, 2 oder 3 Samen drin gehabt. Die möchte ich natürlich eben mit euch pflanzen, damit ihr die neuen Welten auch sehen könnt. Einmal haben wir hier den Weltensamen. Ihr seht ja an den Symbolen, welche Sachen drin sind. Aha. Da haben wir wieder ein Rätsel, habe ich gesehen, auf der Seite. Wo sind die denn? Moment, eins ist... Nein. Eins ist hier, eins ist da. Das ist, glaube ich, das gleiche wie beim letzten Mal, oder? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es wieder genauso einfach letztendlich. Wenn auch etwas umständlich. So, komme ich da ran? Das sitzt jetzt drauf. So, das andere muss ich dann in die andere Richtung. Das erinnert mich die ganze Zeit daran, dass ich noch ein ganz, ganz tolles Spiel spielen wollte. Ah, ich sehe gerade, Moment. Das ist doch nicht so einfach. Das müssen wir nochmal eben zurücksetzen, weil sonst kann ich nämlich nicht darum, um das dahin zu kriegen. So. So. Von der Seite, zack. Und nach oben. Und das letzte darum. Zack. Tada. Wo ist sie? Ah, hier. Ja, okay. Ansonsten, naja, ist die Welt jetzt aktuell noch nicht so wirklich was Besonderes. Es sind auf jeden Fall jetzt keine wirklich markanten Sachen drin. Dann würde ich sagen, dass ich mit euch noch eben schnell die anderen Samen einpflanzen werde. Ah, und wir könnten mal eben die Kiste öffnen, bevor wir das tun. Mache ich doch immer wieder gerne. Ja, das war in der Tat eine irgendwie sehr merkwürdige Welt. So, Tropfen, 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 Biene, Klotz. Sehr viele Tropfen irgendwie haben wir heute bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das davor schon erwähnt habe oder ob ihr es selber mitbekommen habt, aber ihr könnt die Immerlinge immer nur in fertige Welten reinsetzen. Also könnt ihr jetzt nicht zwischendurch reinsetzen, sondern immer nur, sobald eine Welt komplett abgeschlossen ist, dass nichts mehr zu tun ist, außer vielleicht noch einzusammeln. Die hier finde ich übrigens optisch am schönsten mitunter. Dann wird das hier auch so, ja, so verstrahlt, sag ich mal.
Und entsprechend kann man dann die Immerlinge reinsetzen. War jetzt aber nicht viel. Na gut. Man kann es leider nicht beeinflussen, was man aus den Welten erhält. So, die muss ich noch bearbeiten, die muss ich noch bearbeiten. Und wobei das ja jetzt, glaube ich, die neue Welt ist, die wir gerade gemacht haben. Und da werden wir jetzt noch eins hinpflanzen. So. Und zwar einen perfekten Weltensamen mit den Dingern, die oben drin sind. Eine feurige Welt. Oh je. Das soll ein perfekter Weltensamen sein, wenn das eine feurige Welt ist. Ach du Schande. Okay. Aber wenn ich so gucke, es ist mal wieder sehr stürmisch. Naja gut, das passt jetzt aktuell zu dem, was draußen ist, muss ich dazu sagen. Und die kann man hier... Ah, okay. Ja, aber so besonders viel kann man jetzt hier nicht machen oder angucken. Das werde ich dann offline ein bisschen weiter bearbeiten. Ich werde dann mit euch noch den letzten Samen einpflanzen, den ich noch habe. Auch ganz schnell. So. Und dann mal schauen. Ich bin ja jedes Mal wieder gespannt, was draus wird. Auch wieder ein perfekter Weltensamen mit den oberen 4 Essenzen drin. Tundra leuchtend. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, das wird was Eisiges oder so. Aber auch hier wieder, außer großen Eishäufchen. Was ist das denn? Kann man die kaputt machen? Irgendwie? Nee? Okay. Außer großen Eishäufchen sehe ich jetzt hier noch nicht so wirklich was Interessantes. Ja, wenn die Welten dann fertig sind, werde ich mit euch auf jeden Fall nochmal rumgehen, damit ihr euch die angucken könnt. Ach, da ist Eis drauf. Ach, das ist... Ah. Und schon wieder so ein Schneemann hier. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch bei rauskommt. Aber wie gesagt, das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Das wollte ich noch eben schnell nachfügen. Ich werde mich jetzt offline nochmal ganz schnell ein bisschen um die neuen Welten kümmern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir das Fragment holen. Bis zur nächsten Folge. Diesmal auch wirklich. Ciao.